Finanzielle Freiheit in den 20ern. Es war, um ehrlich zu sein, nie einfacher. Bei mir hat die ganze Reise hat angefangen mit einer einzigen Webseite und dem Kauf von diesem Schinken hier mit über 809 oder 1000 Seiten, glaube ich sogar. Ich habe das Buch nie fertig gelesen, um ehrlich zu sein. Aber es hat eben angefangen mit dieser Webseite. Monate später habe ich mich wiedergefunden in einer Mine in Australien und ich habe mich so gut wie tot gearbeitet. Ich habe so viel gearbeitet, aber gleichzeitig habe ich auch einen Move gemacht, nämlich ich habe eine Job- und Modelagentur gestartet. Und witzigerweise hat die mehr eingebracht, die war nämlich durch Social Media vermarktet, die hat mehr eingebracht als mein Job auf der Mine. Ich habe überlegt, bei 1000 Abonnenten ein kleines Special rauszuhauen, nämlich wie es überhaupt zu dieser Arbeit auf der Mine gekommen ist, was damit auf sich zu tun hatte und besonders, wie solche Videos entstanden sind. Junge, was machst du da? Ich Bruder. Soweit, so gut. Nach diesem Clip reden wir jetzt über deine finanzielle Freiheit in deinen 20ern. Und vergesst auf jeden Fall nicht auf Abonnieren zu drücken und jeden Tag ein neues Video von Apostoli anzusehen. Finanzielle Freiheit. Ich dachte am Anfang, ich muss unbedingt studieren. Mit 17, 18 Jahren dachte ich, ich muss studieren. Ich brauche einen Bachelor und dann kann ich gut Geld verdienen. Mit dem Studium hatte ich es nicht so sehr. Ich habe sehr viele Studiengänge abgebrochen. Ich habe sehr viele Studiengänge besucht, aber es hat irgendwie nie geklappt. Das heißt, was ich gemacht habe mit 17, 18 Jahren, ich habe schon damals angefangen mit solchen Sachen und ich habe Trainingspläne verkauft, Online-Trainingspläne. Ich hatte damals einen ganz guten Körper und ich habe gut trainiert und ich habe angefangen, Online-Trainingspläne zu verkaufen. Ich war im Fernsehen, ich war in Spanien, ich war in Australien, ich bin rumgereist und habe die verschiedensten Tätigkeiten ausgeführt und habe immer wieder nach dieser einen Tätigkeit gesucht, die mich glücklich macht und mit der ich überall von der Welt aus Geld verdienen kann, ohne an jemanden gebunden zu sein. Um ehrlich zu sein, hatte ich es nicht so mit Arbeitgebern. Ich wurde, glaube ich, von mehr Arbeitsstellen gekündigt, als ich selbst gekündigt habe. Wir haben uns zwar gut verstanden, aber meine Arbeit, die ich da geleistet habe, war nicht immer die beste, war nicht immer die sinnvollste und ich habe ziemlich viel geredet, um ehrlich zu sein. So, soweit so gut. Es gab Probleme, bis ich eine Tätigkeit gefunden habe, der ich wirklich all in gegangen bin. Ich habe jeden Tag was darüber gelesen, ich habe jeden Tag was gemacht und ich habe Tag für Tag bin ich besser geworden, Tag für Tag habe ich mehr gelernt und das ist nämlich eine Fähigkeit, die im Trend liegt. Also Schritt Nummer 1 für deine finanzielle Freiheit ist, eine Fähigkeit zu erlernen. Diese Fähigkeit war bei mir E-Commerce, Online-Marketing. Das ist eine Fähigkeit, die in der heutigen Gesellschaft ziemlich nachgefragt ist. Okay, wenn du dich darauf konzentrierst, eine Fähigkeit zu lernen, die anderen Unternehmen Geld einbringt, die dir selber Geld einbringt, dann ist deine finanzielle Freiheit sehr, sehr leicht zu erreichen. Was ist das Problem mit Universitäten heutzutage? Und ich will an dieser Stelle nicht haten. Was das Problem ist, Professoren haben, um ehrlich zu sein, sehr wenig Erfahrung im E-Commerce. In Universitäten oder an Universitäten lernt man zwar sehr viel breit gefächerte Sachen, aber jedoch nicht wirklich eine Fähigkeit, wirklich eine Spezialisierung. Und diese Spezialisierung hat mir gefehlt in den ganzen Universitätsgängen und Bachelorabschlüssen und so weiter und so fort. In der letzten Zeit oder als ich damals mit E-Commerce, Online-Marketing angefangen habe, bin ich noch zu sehr vielen Unternehmen gegangen und ich wollte mit denen kooperieren, habe auch mit einigen kooperiert und einmal ist mir aufgefallen, ich wollte für ein Unternehmen Facebook-Advertising machen. Okay, ich habe keinen Uni-Abschluss, aber sie haben mich trotzdem als Facebook-Advertiser einstellen wollen. Und ich war da und wir waren in den ersten Gesprächen, wir das Ganze machen und so weiter und so fort und selbst die höchsten Marketer, Online-Marketer da, hatten nicht annähernd. Und ich war wirklich kein Profi in dieser Situation. Ich war nicht der beste Online- bzw. der beste Facebook-Marketer. Aber ich hatte schon ein paar Monate Zeit investiert. Ich glaube, das war sogar ein Jahr oder so. Sehr viel Zeit investiert. Und ich habe mich wirklich in einer Fähigkeit spezialisiert. Das war Online-Advertising, Paid-Advertising, Facebook-Advertising also. Und selbst die Top-Positionen, die Top-Marketer, ich dachte, was zur Hölle machen die? Das macht absolut keinen Sinn, was die machen. Und so kommen wir zu einer Fähigkeit, die in der Zukunft sehr, sehr viel Geld einbringen wird für dich. Das ist Online-Marketing. Doch die Frage ist, wo fängst du an? Wo kannst du anfangen? Es hört sich zwar alles sehr, sehr schön und gut an, aber wo kann man hier anfangen? Und es gibt da draußen unzählige Geschäftsmodelle. Ich habe im letzten Video gesagt, mein Onkel hat mir einmal gesagt, teste viele Frauen, heirate eine. Okay, dasselbe gilt auch für Online-Businesses. Teste viele Online-Businesses. Die Welt steht dir offen. Es gibt da draußen unzählige. Wir fangen an bei Amazon, Amazon FBA, Amazon Kindle Business. Es gibt das Dropshipping Business, das T-Shirt Business, okay? T-Shirt Print on Demand mit deinem eigenen Online-Shop. Was gibt's noch? Social Media Agency. Du kannst E-Mail-Marketing lernen und E-Mail-Marketing anbieten. Du kannst lokalen Universitäten Social Media Dienste anbieten.
Du kannst Facebook-Advertising lokalen Unternehmen anbieten. Es gibt sogar, gib eine Google-Suche ein, Facebook-Marketer, Jobsuche, dort wo du wohnst, München, weiß nicht, wo du herkommst. Gib das an und du findest unzählige Angebote. Das heißt, wenn du diesen Skill hast, entscheidest du dich für, also wenn du diesen Skill erstmal lernen möchtest, wenn du so weit bist, dass du lernen möchtest, entscheidest du dich für eine Businessmöglichkeit. Du heiratest eine Businessmöglichkeit. Und dazu kommen wir in Schritt 4 noch einmal, oder darüber sprechen wir in Schritt 4 noch einmal näher. So, wenn du das bis hierhin verstanden hast, du weißt, dass du einen Skill brauchst, nämlich im Online-Marketing, E-Commerce, irgendein Skill. Du weißt, dass du irgendwo anfangen musst, du weißt, dass du das lernen musst. Und Schritt 3, du musst überlegen, warum du das Ganze machen willst. Denn ich nehme es dir vorweg, es wird so anstrengend sein. Es wird so schwierig sein, es wird so viele einsame Nächte geben, es wird so viele traurige Nächte geben und du brauchst im Vornherein schon ein starkes Warum. Du kannst hier nicht herum so mal reinspazieren, ein bisschen mal da was machen, ein bisschen mal da was machen und hoffen, ja, eines Tages klappt's, eines Tages sage ich mal finanziell frei. Nein, du musst viel, und ich sage es wirklich, viel Arbeit rein investieren, bis es dann klappt. Okay? Das heißt, du brauchst ein starkes Warum, denn sonst beim ersten Problem, Bei der ersten Schwierigkeit wirst du das Ganze wieder übers Board schmeißen und nicht mehr weitermachen. Du wirst aufgeben und ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben. If the why is strong enough, the how doesn't matter. Okay, das heißt, wenn dein Warum stark genug ist, wirst du einen Weg finden, wie du das Ganze machen willst. Und nochmal eine kleine Zwischeninformation. Es kann sein, dass viele Leute dich nicht auf diesem Weg supporten, unterstützen werden. Ich meine, es ist etwas Neues. Es ist Online-Marketing. Die ältere Generation weiß nichts davon. Viele Jugendliche wissen nichts davon. Okay, fast niemand weiß davon, dass man Online-Geld verdienen kann. Also die Leute wissen, dass man es weiß, dass man es kann, aber die Leute wissen nicht wie. Und sei dir sicher, dass dich nicht viele Leute auf diesem Weg supporten werden. Die Leute werden dich ja nicht glauben. Und das ist auch gut so. Du brauchst nicht alle. Glaub mir. Zieh dein Ding durch. Lern deine Fähigkeit. Setz dir ein starkes Warum. Warum du das Ganze machen möchtest. Schreib dir eine Liste. Schreib dir 5 Seiten voll mit Text, mit Fließtext, warum du das Ganze machen möchtest. Und jedes Mal, wenn du demotiviert bist, hol dieses Blatt raus und lese es dir durch. Sei neu motiviert, sei trotzdem traurig und arbeite trotzdem weiter. Okay? Nimm dir ein starkes Warum. Wir kommen zu Schritt Nummer 4. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich von der ganzen Sache nicht aufhalten. Von deinen schlechten Gedanken, von deinen negativen Gedanken, von Fehlschlägen und arbeite Stück für Stück weiter. Du wirst immer, immer besser. Ich habe so viele Online-Businesses gestartet, die ich wieder geschlossen habe, die gefailt haben. Und ich war nicht gut, um ehrlich zu sein, am Anfang. Darum habe ich auch mittlerweile so viel Wissen. Darum bin ich auch wie so ein wandelndes Lexikon über Online-Marketing. Denn ich musste viele Sachen lernen. Ich wusste nicht viele Sachen, wie man online Geld verdienen kann. Ich wusste nicht, wie man online verkauft. Ich habe zwar davor schon einige Sachen gemacht, aber die hat nicht so diese Verbindungen. Und ich wollte schnell erfolgreich werden, denn ich bin all in gegangen und ich hatte keine anderen Aussichten. Und es war schwierig. Es war schwierig, aber es lohnt sich alle Male, denn die andere Seite ist unglaublich. Die Frage ist jedoch, wo fängst du an und wo startest du? Für diese Frage habe ich dir jetzt unten in der Beschreibung verschiedene Videos angefügt, nämlich: Mein Favorite Business ist das T-Shirt Print-on-Demand-Business mit Shopify momentan. Du startest einen eigenen Shop mit Print-on-Demand-Artikeln, die versendet werden, sobald einer bei dir bestellt. Das ist eine einfache Businessmöglichkeit. Du kannst Online-Traffic, Online-Werbung darauf lenken und online damit Geld verdienen. Du musst nicht zuvor in tausende T-Shirts investieren. Nein, du kannst hier ein Design-File erstellen lassen vom Designer, das hochladen bei einem Print-on-Demand-Anbieter in deinem eigenen Shop und Traffic darauf zuführen, und wenn die Leute kaufen, wird dein T-Shirt vom Print-on-Demand-Anbieter direkt zu deinem Kunden versandt innerhalb von wenigen Tagen, denn diese Anbieter sind in Deutschland und auch in Europa. Das ist mein Main-Business, dazu habe ich ein Training unten. Nummer 2, womit du starten kannst, ist das Amazon Kindle-Business. Es ist einfach, du suchst auf Amazon verschiedene Nischen, veröffentlichst dazu Bücher, Training ist auch unten. Und Nummer 3, und genau in dieser Reihenfolge empfehle ich die ganzen Businessmöglichkeiten. Nummer 3 ist Dropshipping. Hat auch seine Vorteile. Das Problem ist, man muss mit China zusammenarbeiten und die Artikel dauern sehr lange, bis die versendet werden. Man muss jedoch nicht wieder Investitionen tätigen und das finde ich an dieser Stelle gut. Man kann sehr viele Sachen lernen. Man kann das neu Gelernte dazu anwenden, neue Möglichkeiten zu starten. Hat seine Vorteile. Das Ganze ist bei mir jedoch auf Platz 3 gelandet, wenn du lernen willst, wie man Online-Marketing, E-Commerce betreibt. Was du jetzt machst, wie du starten kannst, schreib erstmal unten in die Kommentare, welches Geschäftsmodell dir am besten gefällt, was du gerade machst, mit was du angefangen hast. Das würde mich nämlich interessieren. Und klick unten auf die Trainingsvideos, schau weiter. Ich würde sagen, abonniere noch diesen Channel, dass du kein Video verpasst, denn jeden Tag kommt hier ein neues Video. Ich verabschiede mich an dieser Stelle
Und wir sehen uns morgen, mein Bester, meine Beste. Adios.